Ich kam zu dem Haus meiner Tochter und meinem Schwiegersohn. Die wollten heute das Geschlecht meines ersten Enkelkindes bekannt geben. Und ja, mir machte niemand die Tür auf. Sebastian? Anna? Da liegt doch jemand. Ich habe einen leblosen Körper durch die Tür gesehen und wusste überhaupt gar nicht, was los ist. Wo ist Anna? Ja, mein Name ist Cordula Walter. Ich stehe vor der Tür von meiner Tochter und von meinem Schwiegersohn. Die macht keine auf. Ich sehe durch die Tür nur, da liegt jemand. Jetzt auf Streife, die Spezialisten. Ja. Was jetzt das Problem einfach? Ja, ich komme nicht rein. Die erwarten mich eigentlich und. Aber sie wissen, dass sie da sind. Ja, und ich sehe schemenhaft, da liegt jemand. Aber ich komme nicht rein. Ich habe keinen Schlüssel. Okay. Da liegt so ein großer weißer Berg, irgendwas, was hell ist. Also irgendwas liegt da hinter der Tür. Haben Sie einen Schlüssel denn? Nein, ich habe keinen Ersatzschlüssel, weiß ich nicht. Und ihr vermutet jetzt, dass eine Person dahinter liegt? Ja, die erwarten mich ja. Also, muss ja jemand da sein. Ja, ich habe geklopft. Wir müssen irgendwie rein. Ne? Feuerwehr? Weiß ich nicht. Ob vielleicht oder der alte Trick. Hallo? Hat Ihre Tochter irgendwo einen Schlüssel versteckt? Weiß ich nicht. Kann sein. Also. Jetzt standen wir mit allem Mann vor der Tür, aber auch wir haben mit unserem Klingeln natürlich nichts erreicht. Im Notfall brechen wir bei Gefahr in Verzug, nennen wir das, einfach die Türen auf. Aber wir suchen natürlich immer den Weg, um so wenig wie möglich kaputt zu machen. Deshalb haben wir angefangen zu suchen. Die meisten Leute machen ja den Fehler, dass sie irgendwo einen Türschlüssel verstecken. Hier, unterm Blumentopf ist er. Hier. Bitte, ich gebe Ihnen den Eimer. Danke. Ja, okay, hier liegt einer. Sebastian! Oh Gott! Herr Seide? Sebastian? Herr Seide? Lehn dich einmal auf den Rücken, bitte. Warte ganz kurz. Aber wo ist meine Tochter? Meine schwangere Tochter, die ist ja... Warten Sie ganz klar, wir müssen einmal kurz untersuchen. Bei den Patienten war es ganz wichtig, hier die Vitalparameter zu checken. Da gehen wir nach dem ABCDE-Schema vor. Wir konnten hier eine Kopfplatzwunde entdecken. Ansonsten hatte der Patient keine weiteren Verletzungen zunächst. Er war allerdings am Anfang sehr somnolent, klarte dann aber zunehmend auf. Okay, ja. Also Puls ist sowas rhythmisch am Handgelenk? Ja, scheint so stabil zu sein. Ja. Das ist die Frage, warum er hier umgefallen ist. Ja. So, vielleicht machen wir da auch gleich mal eine Kompresse drauf, wenn er gleich an den Rucksack drankommt. Ja, auf alle Fälle. Okay. Tut denn sonst irgendwas weh? Herr Seide, können Sie mir sagen, was passiert ist? Okay, auch nicht wirklich. Ich habe jetzt leider Ihren Namen vergessen. Mein Name ist Cordula Walter. Frau Walter, können Sie mir denn irgendwas sagen über Vorerkrankungen? Nein, das ist... Wir wissen jetzt nicht genau, ob er jetzt gestolpert ist oder was passiert ist, nein, aber Ihnen ist nichts bekannt. Das ist die große Frage, wieso er so somnolent ist. Ja, ja. Aber die Sättigung ist ja auch... Gut, ja. Können wir trotzdem laufen lassen, aber... Ja. Okay. Sicher, irgendwie kommt hier oben zu wenig auch ein bisschen Sauerstoff an. Uns war erstmal gar nicht klar, was passiert ist, denn Vorerkrankungen hatte er scheinbar keine und regelmäßig Medikamente nahm er auch nicht ein. Ich weiß, das ist sehr aufregend für Sie jetzt, aber können Sie mir ein bisschen was zu der Situation hier sagen? Ja, was soll ich sagen? Also, meine Tochter ist schwanger im 5. Monat und die wollten heute eine Party machen. So wie das aussieht, kriege ich wohl eine Enkeltochter. Würde ich sagen, ja. Ja, ich meine, die beiden sind sehr... ein liebevolles Paar, aber auch sehr impulsiv. Also, gerade sie jetzt mit den Schwangerschaftshormonen. Ja, ich weiß nicht. Also ich will ja jetzt nichts sagen. Also die werden ja wohl nicht aufeinander losgegangen sein. Ich meine, keine Ahnung. Es sieht ja ziemlich schlimm aus. Während sich Notärztin Birgit Maas und ihr Team weiter um den verletzten Sebastian kümmern, taucht zur Überraschung aller Anwesenden plötzlich die Polizei am Haus der werdenden Eltern auf. Der Verdacht erhärtet sich, dass hier nicht nur ein Unfall passiert ist. Wir haben keinen gerufen. Ich hatte nämlich eigentlich einen Einsatz wegen einer Ruhestörung, also wegen lautstarken Streitigkeiten. Hier im Haus? Unserer Leitstelle wurde ja eine lautstarke Streitigkeit hier in der Straße gemeldet. Dementsprechend bin ich dann mal hier hingefahren, um zu gucken, ob hier alles beim Rechten ist. Als ich dann aber hier ankam und den Rettungswagen, Notarzt, alles hier gesehen habe, da dachte ich mir, was
denn hier bloß passiert ist oder ob möglicherweise der Streit, der uns gemeldet worden ist, sogar schon eskaliert ist. Also deswegen wir sind nämlich alarmiert worden, weil die junge Dame hier ihre Tochter und ihren Schwiegersohn wohl vermisst hatten. Die haben nicht geöffnet. Und okay. Den haben wir hier liegen sehen. Also da war es aber ganz ruhig, ehrlich gesagt. Nicht, dass das vorher war. Ja, ja, deswegen. Da macht man sich natürlich so seine Gedanken. Die Mutter der schwangeren Dame hatte uns ja schon erzählt, dass es da schon mal etwas heftiger zugeht, es eine sehr temperamentvolle Beziehung ist, um es mal so auszudrücken. Ja, man hatte dann schon so im Kopf so, hat die schwangere Frau jetzt ihren Mann niedergeschlagen? Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Aber glauben Sie denn, dass es da eine körperliche Auseinandersetzung geben nein. könnte? Vor allem, nein, ich habe schon überlegt, vielleicht ist ja auch irgendwie einer hier eingebrochen oder ein Überfall, ja. Weil meine Tochter, ich weiß nicht, wo meine Tochter ist. Hier liegt Loch. Na, also ich meine, das ist nicht von euch, oder? Nee. Das meint in der Tasche. Dann ist es eventuell von ihm. Ja. Ja, ich soll weiß ich mal jetzt nicht. Wenn Sie nicht wissen, wo Ihre Tochter ist, ich kann ja mal gucken, ob da irgendwie... Vielleicht hat sie ihm ja Bescheid gesagt, wo sie hin unterwegs ist. Ja. Ich gucke jetzt einfach mal. Ein Einbruch wäre auch eher schwierig. Ne? Also wenn man keine Einbruch spielt. Hier ist jetzt eine letzte Nachricht, eine Sprachnachricht. Ja, das ist doch schon mal was. Sebastian, ich stehe hier, ich bin stocksauer. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich denken und fühlen soll. Ich bin schwanger und ich finde heraus, dass du mich die ganze Zeit angelogen hast. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Wo warst du? Du warst definitiv nicht arbeiten. Und jetzt sag mir, wo du warst. Verdammte Scheiße! Konnte es wirklich sein, dass er sie betrogen hat? Oder dass sie vielleicht sogar im Affekt ihm was angetan hat? Wir müssen sie finden. Ja, definitiv. Ich könnte sie. Ich rufe jetzt einfach mal an. Also es muss ja irgendwie. Aber hier hatte sie jetzt nichts gefunden. Ne? Wir haben jetzt nicht das ganze Haus oder so durchsucht, ja. Aber die Tür war zugeklingelt, hatte sie ja schon. Wir haben auch nochmal geklingelt. Ja, gut, dann lag er natürlich direkt da. Also ich höre irgendwie was klingeln, aber nicht hier in der Wohnung. Sondern? Ich glaube draußen. Kann das draußen sein? Sollen wir mal draußen gucken? Ja, einfach mal gucken. Wir hören hier ein Handy klingeln, haben da gerade angerufen bei der Tochter. Ach du Scheiße. Oh. Anna. Wir haben noch eine Verletzte. Komm mal. Hallo. Die Frau Seidel, die lag in einem völlig desolaten Zustand auf der Gartenterrasse. Es ist natürlich schon erschreckend, wenn man mit einem deutlichen Babybauch einfach hinfällt. Sie hat zuerst nicht reagiert, erst als ich sie berührt habe. Da musste meine Notärztin ran. Ist das Ihre Tochter? Ja, Anna. Frau Seidel? Bleiben Sie schön auf der Seite liegen. Was ist denn passiert? Anna, alles ist gut. Sie müssen noch Sebastian gucken. Den haben wir schon gefunden, der ist auch versorgt. Ich wollte nur schnell in den Garten rennen, dann bin ich hingefallen. Tut Ihnen denn was weh aktuell? Anna, um Sebastian wird sich gekümmert. Mein Kopf tut etwas weh. Können Sie sich denn bewegen? Wollen Sie sich einmal reinsetzen vielleicht? Weil Wetter ist jetzt auch nicht mehr so schön. Kommen Sie, wir helfen Ihnen einmal. So. Haben Sie gerade gesagt, Sie wollten uns anrufen, um Hilfe zu holen? Also Marion, lass Sie einfach mal gerade einen Moment sitzen, dass der Kreislauf sich ein bisschen orientieren kann. Ich wollte nur Hilfe. Ich wollte nur anrufen und wegen dem Sebastian. Meinen Sie, wir können einmal reingehen? Ja? Wenn Sie mir helfen können. Natürlich. So, bleiben Sie einen Moment stehen, geht es? Ja. Okay, dann kommen Sie einmal mit. Wenn irgendwas ist, melden Sie sich, ne? Mein Baby, geht's gut? Wir gucken gleich mal nach. Lassen wir uns erstmal nur reingehen. Sie wären erstaunt, wie viel so Babys aushalten. Ja. Schauen Sie mal, hier vorne können Sie sich erstmal hinsetzen. Wir haben jemanden gefunden. Seid ihr fertig geworden? Erstmal hier hin. Ja. Das MS-Gerät, das haben Sie gut messen können. Oh mein Gott. So, ich fühle noch einmal. Haben Sie denn irgendeine Verletzung am Kopf? Ich weiß, es ist Blut. Ich bin hingefallen. Zeit. Alles so schnell irgendwie, ich weiß auch nicht. Was macht ihr denn? Die Kopfplatzwunde bei der jungen Frau habe ich hier als nicht so schwerwiegend eingeschätzt. Sie hat sich natürlich große Sorgen um ihr ungeborenes Kind gemacht, schien auch erstmal ein bisschen verwundert von dem Sturz, den sie hier erlitten hat. Aber ja, man kann natürlich nicht immer genau wissen, was wirklich hinter den Leuten steckt und was sie wirklich getan haben. Und das war zu dem Zeitpunkt noch unklar. Das hört sich aber gut an. Geht's Ihnen denn soweit jetzt gut? Jetzt geht's wieder, aber ich war so aufgeregt. Wir haben ziemlich viel Streit in letzter Zeit. Und ja.
Ja. Erstmal war ich natürlich beruhigt, dass es der Frau gut ging und auch dem Kind. Also was man in dem Zustand weitestgehend gut nennen kann. Nichtsdestotrotz blieben da natürlich einige Ungereimtheiten. Und mir blieb vor allem die Frage offen, ob sie möglicherweise ihren eigenen Mann geschlagen oder niedergeschlagen hatte sogar. Diese Frage ist berechtigt. Schließlich ist es in letzter Zeit zwischen dem Ehepaar immer wieder zu heftigen Streitereien gekommen. Und heute war Anna besonders wütend auf ihren Mann. Geht's denn meinem Mann gut? Der hat halt hier vorne im Stirnbereich die Platzwunde und das muss man halt ein bisschen überwachen. Also bis jetzt kann ich hier sagen, hat er sich als stabil gezeigt. Jetzt haben wir aber noch ein paar mehr Fragen an Sie, weil die Polizistin haben wir gar nicht mitgebracht. Die ist von alleine gekommen. Genau. Also ich hätte jetzt erstmal die Frage, Sie haben gesagt, Sie wollten Hilfe holen. Warum wollten Sie denn Hilfe holen? Haben Sie ihn möglicherweise selber niedergeschlagen? Wie kommt sie denn auf sowas? Nein, ja, so abwegig nicht. Ist das nicht. Ich habe eben von Ihnen eine Sprachnachricht gehört. Da waren Sie ziemlich sauer. Wieso haben Sie denn eine Sprachnachricht gehört? Was für eine Sprachnachricht? Ihre Mutter war so freundlich und hat uns die einmal abgespielt. Könnten Sie die vielleicht nochmal abspielen? Anna, wir wussten ja jetzt nicht, wo du bist. Und das war ja dann diese... Sebastian, ich stehe hier. Ich bin stocksauer. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich denken und fühlen soll. Ich bin schwanger und ich finde heraus, dass du mich die ganze Zeit angelogen hast. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich kenne dich jetzt auch so gar nicht. Und jetzt sag mir, wo du warst. Mama, dass du so impulsiv... Scheiße. Ich meine, klar, die Schwangerschaftshormone machen dir zu schaffen, aber... Was ist denn passiert? Ich verstehe das nicht. Ihr geht doch nicht aufeinander los. Ich war einfach außer mir. Ich hatte das Gefühl, dass der Sebastian mir fremd geht. Ja, das kenne ich ja. Sie den doch nicht hauen. Ich habe den nicht, entschuldigen Sie, aber ich habe ihn nicht gehauen. Sie müssen jetzt mal mit der Geschichte hier rausrücken. Ich weiß um Ihren Zustand, aber Sie müssen mir jetzt sagen, was hier passiert ist. Ja, also Sebastian wollte mir eigentlich nur eine total süße Überraschung machen. Er hat sich ja mit seinem Kumpel getroffen und die haben dieses süße pinke Puppenhaus gebastelt. Und Sie dachten, er wäre nicht zu Hause und wäre bei einer anderen Frau. Ja, das war ein totales Missverständnis. Ja, und dann ist er an die Steckdose gegangen und wollte diese Lichter da anmachen. Und plötzlich hat's Peng gemacht und er lag auf dem Boden. Und dann bin ich natürlich ganz schnell in den Garten gerannt, weil hier ist richtig schlechtes Netz. Sie sind draußen dann selber nochmal gefallen? Und konnten dann letztendlich gar nicht mehr hier drin helfen. Ich glaube, weil das Erste, was sie gesagt hat, als sie die Augen aufmachte, war, ich muss Hilfe holen. Ja. Und dann hat sie gesehen, wie ich aussehe und hat direkt gefragt, geht Sebastian gut? Also das würde passen, ne? Also es ist definitiv nicht zu Handgreiflichkeiten gekommen, aber ihre Mutter sagte mir auch vorher schon, dass es eigentlich, dass sie das noch nie hatten. Sie streiten sich zwar mal, aber... Nein, ich würde niemals sowas tun und er auch nicht. Nein. Wir lieben uns trotz der Streitereien. Wir bekommen ein Baby. Also. Ja. Ich bin einfach nur erleichtert, dass sich alles geklärt hat, dass es alles sich zum Guten gewendet hat. Wie sieht's bei euch aus? Ja, der Patient ist soweit jetzt stabil. Ich habe es ja gerade schon mitbekommen. Es kann schon sein, dass er einen Stromschlag hier bekommen hat. Deswegen muss man natürlich zur Überwachung auf jeden Fall ins Krankenhaus mitbringen. Elektrounfälle können aus verschiedenen Gründen schon sehr, sehr gefährlich sein. Das eine kann sein, dass man eben durch die Tetanie förmlich an der Stromquelle klebt und immer weiter diesen Strom hat, was dann natürlich zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Auf der anderen Seite kann es aber hier auch zu einer großen Hitzeentwicklung kommen. Man kann Verbrennungen entwickeln. Bei dem Patienten hier vermute ich, dass er zu Sturz gekommen ist und sich deswegen Gott sei Dank von der Stromquelle gelöst hat. Anna und ihr ungeborenes Kind haben den Sturz unbeschadet überstanden. Sebastian blieb für eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus und konnte die Bauarbeiten an dem Puppenhaus schnell wieder aufnehmen. Cordula ist mittlerweile stolze Oma einer gesunden kleinen Valentina und könnte glücklicher nicht sein.